Ha, Lido. Ab und zu fragen mich die Leute, warum soll ich eigentlich Linux nutzen und warum und sag doch mal die Vorteile und wie auch immer. Also das ist immer ein bisschen jetzt schwierig, ne? Also es gibt Leute, sie sind erfahrene Windows-User und brauchen eigentlich streng genommen gar kein Linux, ne? Wenn die mit Windows alles machen können, was sie wollen, dann sollen sie auch machen, was sie wollen. Ne? Dann haben die ja kein Problem. Gut, Linux, ja, warum Linux? Argument 1 ist, es kostet kein Geld. Es kostet kein Geld, keine Seriennummern. Man hat ein zentrales Software Center, ne? Kennt ihr vielleicht ähnlich, ne? Auf einem Android-System, meinetwegen auch auf einem Apple-Smartphone, da hat man ein zentrales Software Center. Alle Software kommt aus einer Quelle. Das heißt, ich muss nicht den Webbrowser separat aktualisieren, wenn es eine Aktualisierung gibt. Was man einmal installiert hat, aktualisiert sich. Ja, automatisch. Gut. Das ist ein Argument, das ist ganz, ganz wichtig. In der Praxis ist das super schön. Wenn man zum Beispiel eine Software hat, ich sag jetzt mal zum Beispiel ein Spiel hätte man installiert aus dem Software Center, wie zum Beispiel dieses da, dann gäbe es ein Update, dann würde das Update sich automatisch aktualisieren, ähnlich wie in einem App Center auf einem Smartphone. Das gab es in Linux schon immer so. Eine zentrale Paketquelle. Man muss jetzt also nicht erstmal einen Webbrowser starten, gucken auf der Homepage von dem Hersteller dieses Spieles, ob es inzwischen eine neue Version gibt und die dann separat einspielen, sich als Admin einloggen und bla bla bla. Das geht da zentral. Und das betrifft jedes Programm. Ja, jedes Programm, das hier unter Linux installiert ist, sofern es aus den offiziellen Paketquellen ist. Ne? Angenommen, es gibt für dieses Webcam-Programm, da ich gerade benutze, ein Update, dann wird es bei dem nächsten zentralen Update mit aktualisiert. Oder für den, ja, für das Terminal ein Update. Oder für den Task Manager ein Update. Oder für das Videoabspielprogramm. Oder eine zentrale Quelle. Gut, was ich nicht brauche und seit 5 Jahren nicht benutze, jedenfalls nicht regelmäßig, ist ein Virenscanner. Der kostet ja auch Geld, ne? Es sei denn, man hätte einen kostenlosen. Ich spreche wieder mal von Windows-Usern. Die haben in der Regel irgendeinen kostenlosen, ja, Virenscanner. Ich brauche Coinen, ne? Also gut. Wir hoffen, dass Linux auch weiterhin von den Viren verschont wird, dadurch, dass es relativ wenig Linux-Installationen auf dem Desktop gibt. Also ich meine sowas, was ich hier gerade habe. Das ist eine Linux-Installation auf dem normalen PC. Davon gibt es noch vergleichsweise wenig Rechner weltweit. Es gibt natürlich viel, viel mehr Linux-Rechner als Windows-Rechner. Ne? Rechner meine ich nicht nur PCs. Ich meine damit Server. Zum Beispiel das ganze Internet, ne, besteht quasi nur aus Unix, Linux und ähnlichen Rechnern. Ne? Wenn ihr zum Beispiel auf Google seid, dann seid ihr mit einem Linux-Rechner verbunden. Oder. Egal welche Website ihr nehmt, wahrscheinlich basiert das auf einem Linux-System oder Unix-System. Die wenigsten sind Windows-Rechner. Vor allem Smartphone, Android, ein Linux-System. Was mit dem Apple-Ding? Nun, das ist kein Linux, aber die Grundlagen sind ähnlich. Irgendwie auf FreeBSD basiert es und das ist auch Unix. In den frühesten Zeiten hat sich da mal gesplittet, aber im Prinzip hat man da ganz ähnliche Befehle, ne? Bei Unix, Linux und bei Apple. Nur Windows ist da aus der Schoße rausgeschert. Gut, nächstes Killer. Argument zu benutzen ist halt, wie gesagt, es braucht keine Seriennummer. Wenn ihr eine Firma habt, zum Beispiel Stadt München mit mehreren 10.000 Rechnern, die sind umgestiegen auf Linux. Ne? Einmal umgestiegen, kostet nichts mehr, fertig. Womit verdient Linux dann sein Geld? Na gut, es gibt Linux-Varianten, wo auch Support anbieten, gerade für solche großen Umstellungen. Bietet dann zum Beispiel die Firma Canonical an, die zum Beispiel Ubuntu gemacht hat. Wir helfen dann. Ne? Kann man dann ja da mal fragen. Wir brauchen Support. Kennen die sich selber noch nicht so mit Linux aus, zumindest nicht bei einer Installation in der Größe. 10.000 Rechner auf einmal ändern. Man hat wahrscheinlich bestehende Datensätze noch mit Windows erstellt. Wie kann ich das alles konvertieren? Es gibt dann auch Sicherheitsaspekte zu bedenken. Wie macht man es am besten? Ne?
Das soll ja auch professionell sein. Zum Beispiel, französische Polizei ist umgestiegen vor vielen Jahren schon auf Linux-Systemen aus Sicherheitsgründen. Und die haben auch erweiterte Sicherheitsanforderungen. Dann ruft man gerne die Fachleute von Canonical dazu, ne? Weil, ja, so Gebrauchswissen, wie ich so vermittle, ist dann wohl nicht genug, ne? Kann man ja noch ein bisschen eine Schippe drauflegen. Gut, und dann verdienen halt diejenigen, die dann Support anbieten, den Benutzern helfen, ja, oder vielleicht Schulungen machen oder vor Ort da mal ein bisschen helfen, die Server einzurichten. Und wie macht man es von Grund auf richtig, dann verdienen die da auch Geld dran. Das können die auch machen, aber uns kostet Linux nichts, ne? Gar nichts. Keine Seriennummern, so oft installieren, wie man möchte, auch in der Firma. Wenn man 500 Arbeitsplätze hat und kann die selber einrichten, dann richtet man selber ein. Fertig. Wunderbar. Gut, wo habe ich Linux immer gesehen? Ich nenne immer gerne das Beispiel Flaschenrückgabeautomat. Habe ich mal ein Linux-System drauf gesehen. Der Hersteller des Flaschenrückgabeautomates hat sicherlich nie Geld für ein Betriebssystem ausgeben müssen. Ne? Da war. Ne? Der hat Linux drauf gespielt, natürlich kein Windows. Er darf das da drauf spielen, so oft, wie er denn gerne möchte. Ja, und es gibt ja nicht nur eine Firma, die dann Linux macht. Jedes Programm ist dann von jemand anders. Ne? Zum Beispiel, sagen wir mal, das Terminal auf der Seite hat der eine gemacht, den Systemmonitor auf der anderen hat jemand anders gemacht und das da unten, das Programm, das die Systemauslastung anzeigt, jemand anders und einer hat das Videoabspielprogramm gemacht, einer hat das Webcam-Programm gemacht. Ja, also viele Enthusiasten, die kostenlos Programme herstellen, haben das so gemacht. Gut, was ist mit Spielen? Das ist immer so, ja, da werde ich immer grantig, ne? Man erwartet immer, dass Windows-Spiele unter Linux laufen. Das ist immer genauso, als ob man die Navi-CD vom BMW X5 in Audi A8 reinsteckt und denkt, jetzt müsste das aber funktionieren. Ne? Das ist natürlich totaler Kappes. Und und viele sind auch nicht bereit, sich zum Beispiel wie beim Auto umzugewöhnen. Ne? Umzugewöhnen, ja. Wenn man ein neues Auto kriegt, dann ist jeder stundenlang vor der Bedienungsanleitung von seinem neuen schönen Auto und ist bereit, da richtig viel Zeit zu investieren, sich da reinzulesen, wie es Navi geht, wie Schiebe drauf geht, wo der Knopf jetzt ist von der Warnanlage. Und wenn der Knopf von der Warnanlage plötzlich woanders ist, dann regt das keinen auf. Na gut, im ersten Moment regt es einen auf, aber morgen weiß man es und dann sagt man zu seinem Nachbarn, mein neues Auto sei viel schöner als das alte. Auch wenn der Knopf von der Warnanlage woanders ist. Aber bei Linux ist es so, bei Windows war alles einfach. Da wusste ich ja immer, wo es geht. Ne? Nun, jetzt kriegt man schon für kostenlos das neue Auto. Ist aber nicht bereit, sich umzugewöhnen, da kriege ich mich immer auf, ne? Da kann ich mich aufregen. Naja, gut. Ja. Oder stellt euch vor, ihr wollt halt, ja, was soll ich noch sagen, zum Beispiel von der Xbox die CD in die Playstation stecken. Keiner wundert sich, dass das nicht geht, aber bei Linux sollen Windows-Programme quasi sofort laufen, oder Spiele. Gut, es gibt natürlich immer mehr Spielehersteller, die auch Linux entdecken, ja, zum Beispiel Steam gibt es mittlerweile auch für Linux. Aber umgedreht ist keiner bereit, für Linux-Spiele Geld auszugeben, weil man es halt auch gewohnt ist, dass Linux-Spiele kein Geld kosten. Gut. Und man würde sich dann auch nicht wundern, wenn ein Linux-Spiel nicht unter Windows läuft. Es sei denn, der Quelltext liegt offen. Ja, sind ja meistens Open-Source-Programme und einer kompiliert es halt auch für Windows. Kann er auch machen. Darf man. Ne? Umgedreht möchte ich das mal bei Windows sehen. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel einer Excel schreibt und legt den Quelltext offen und dann möchte ich mal sehen, Excel für Windows, ja, kompiliert einfach mal so für Linux und geht damit straffrei aus. Na gut, ne? Erstens wird Microsoft den Quelltext für Excel nicht offenlegen, zumindest nicht für die aktuelle Version. Und zweitens, selbst wenn, dann dürfte man es wahrscheinlich nicht einfach so verwenden, müsste Geld dafür bezahlen. Gut, aber hier unter Linux hätten wir beispielsweise stattdessen LibreOffice, wir brauchen kein Excel. Uns kostet sowieso Excel kein Geld. Heißt zwar nicht Excel, aber funktioniert genauso. LibreOffice, ne? Kann Excel-Dateien öffnen und
Speichern kostet kein Geld, haben andere Leute entwickelt und nicht aus dem Quelltext von Microsoft. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Also die Windows-User, die mit Windows prima zurechtkommen, die benutzen es halt weiter. Warum noch nicht? Habe ich doch nichts dagegen. Aber die Leute, die ja vielleicht Geld sparen wollen, warum nicht? Es kostet kein Geld, läuft auf alte Hardware. Und ich für meinen Teil bin völligst damit zufrieden und kann alles damit machen, was ich möchte. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.